Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Pressekonferenz nach dem heute für uns so wichtigen Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen. Und ich denke, auch für die Göppinger war es ein ganz wichtiges Spiel. Das hat man im Vorfeld schon gemerkt. Für beide Mannschaften ging es um sehr, sehr viel. Am Ende ein 31-28 für unser Team, wo wir quasi eine erste kleine Heimspiel-Siegesserie hingelegt haben. Zunächst aber mal das Statement unseres Gästetrainers, Velimir Petković. Ja, guten Abend von meiner Seite, Goran. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube schon, muss ich sagen, verdienter Sieg. Aber wir haben gesehen, wie ist alles gelaufen. Das war auch nicht alles korrekt. Was hier passiert heute Abend hier, das hat jeder gesehen. Das war auch ein wichtiges Spiel für uns, aber für euch auch, weil ich habe dich auch beobachtet. Und zum Schluss war ziemlich deutlich, ja, ein 31-28. Und deswegen will ich nicht jetzt alle Gründe nennen hier. Ich bin einfach enttäuscht und wir haben sicher uns gut vorbereitet hier und viel vorgenommen. Wir wollten hier Punkte holen, aber ich habe gesehen, schon nach dem ersten 7 Minuten, wenn wir haben 3 Bälle verloren in Angriff durch schiedsrichtliche Entscheidung und technische Fehler, die haben gesagt, das war und da steht plötzlich, das Spiel ist nicht noch angefangen und da steht 7-3 mit 3 Entscheidungen von Schiedsrichter, dann war schon eine Richtung für dieses Spiel. Aber ich sage schon, das ist zweite Halbzeit, war schon deutliche Führung von Minden und deswegen, ich bin Sportler, ich sage Glückwunsch. Und aber ich werde sicher mit meinen Jungs und mit jemand anders analysieren dieses Spiel, wie es richtig. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Velimir Petković, Goran. 3 Heimsiege hintereinander, das lässt erstmal einen guten ersten Advent für dich zu, oder? Guten Abend. Ich will mich auch bedanken bei Petković und seiner Mannschaft. Die haben ja sehr fair und sehr korrekt gespielt. Das war ein schönes Handballspiel, ein kampfbetontes Spiel. Und dass wir jetzt eine Serie so gestartet haben zu Hause, das ist natürlich schön für die Mannschaft und für mich und natürlich für die Zuschauer. Vor allem jetzt in Adventszeit, wo es wirklich Feiertage sind und jetzt können wir mit den 2 Punkten etwas beruhigender in Zukunft gucken. Vor allem Glückwunsch an meine Mannschaft, die haben ja heute eine unglaublich starke Abwehr gespielt. Das war heute, glaube ich, für Göppingen nicht möglich, die Verteidigung zu knacken, aber für auch bessere Mannschaft wäre das heute auch schwierig. Die Mannschaft hat Potenzial und ich weiß noch immer nicht, wieso wir da unten spielen. Wir haben ja 6-7 Punkte verschenkt, sonst hätten wir da um 8., 9. Platz gespielt und das wäre realistisch, weil die Mannschaft ist gut. Wir können noch besser spielen natürlich, ob da Schiedsrichter geholfen haben oder nicht. Ich habe auch meine Gedanken, dass sie uns auch ein paar Mal benachteiligt haben. Und im normalen Fall hätten wir das Spiel am Schluss gewinnen müssen mit 7-8 Toren, nicht nur mit 3. Es ist immer so, wenn man verliert, ich habe ja auch gesagt, wo war das? In Eisenach, Emstetten und so. Ja, es könnte auch so oder so sein. Aber Sport ist so. Wir brauchen die Schiedsrichter und wir können jetzt über Schiedsrichter nicht zu viele Worte verlieren. Noch einmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Bedanke ich mich bei den Zuschauern auch. Die haben ja wirklich die Mannschaft wieder toll unterstützt. Und wenn das weiter so geht, glaube ich, dass wir bald fast immer volle Halle haben werden. Und das ist natürlich unser Ziel. Die Jungs spielen guten Handball. Heute wirklich stark und wenn es weiter so geht, dann haben wir ja auch nächstes Spiel gegen Magdeburg vielleicht eine Chance und dann Hannover zu Hause. Und mit 12 oder 13 Punkten wäre das ganz, ganz gut, wenn wir in die Pause oder ohne Pause, aber in den zweiten Teil von der Meisterschaft weiter starten können. Ja, Joscha Schmidt hat eben im Halleninterview gesagt, wir sind einfach als Mannschaft stark, jeder kämpft für den anderen. Die beiden Außen haben richtig zugeschlagen. Ein Sören Südmeier hat lange auf der Bank gesessen, als er reingekommen ist, hat er gleich 2, 3 Riesenaktionen gehabt, hat schon viel Wirbel gemacht. Ist im Moment einfach die mannschaftliche Stärke so unheimlich wichtig für uns? Ich will dann nicht so sagen, dass das im Moment ist. Wir spielen schon länger gute Handball, aber wir verspielen die Punkte einfach, verschenken die Punkte. Wir haben ja auch gegen Wetzlar ein super Handball gespielt, wir haben gegen Lemgo gute Handball gespielt am Schluss, aber die Punkte haben uns gefehlt. Und jetzt endlich holen wir die Punkte. Wir spielen souveräner etwas als vor einem Monat. Und das Außen ins Spiel kommen, das sagt alles über das Spiel vom Aufbauer. Wenn die Bälle weiterbringen, dann heißt das, wir haben ja gute Angriff, die Aufbauer sind in der Lage, die Bälle weiter zu spielen. Jede Mannschaft, die über außen viele Tore macht, ist stark im Angriff.
Vielleicht noch eine kleine Nachfrage, wenn es überhaupt etwas gibt, was man heute nicht ganz so positiv sieht. Wir haben 7 Tore geführt und hätten eigentlich zu dem Zeitpunkt schon den Sack richtig zumachen können. Woran liegt es? Sind das dann einfach die Nerven oder wir haben dann auch ein bisschen Pech gehabt, aber dran ist nicht drin, sagt man so schön in Deutschland. Ja, woran liegt das? Das ist Konzentrationsfrage, weil am Schluss sieht jeder, dass noch 2-3 Minuten bis zum Schluss sind. Wir führen 5 und dann will jeder mal noch ein Tor werfen, oder? Und das darf nicht sein. Wir haben noch eine Phase, etwa 10 Minuten vor dem Schluss, wo wir mit 5 oder 6 Tore führen, haben wir 2 Gegenstoßchancen, machen keine Tore oder machen technische Fehler. Schon dort hätten wir mit 7-8 Tore führen können. Aber ich bin zufrieden, Mannschaft hat gewonnen. Wir haben Charakter gezeigt, gut gespielt. Und wenn ich gut sage, dann meine ich, heute war Abwehr wirklich auf sehr starkem Niveau. Wenn wir so weiter in Abwehr stehen, dann werden wir auch gegen die starken Mannschaften, die in Zukunft zu uns kommen, eine Chance haben. Willemir, ihr habt ganz starke, überragende Jahre gehabt mit Tabellenregionen oben, mit Europacup-Sieg. Ist das jetzt für die Mannschaft auch ein Problem, dass ihr da unten wirklich gegen den Abstieg kämpft? Oder hat die vielleicht noch gar nicht so richtig im Kopf das mitgekriegt, dass es ganz, ganz eng werden kann? Ich will ganz kurz kommen hier, weil Goran hat mehr über Schiedsrichter gesprochen und versucht, Schiedsrichter zu verteidigen. Und ich habe überhaupt nicht angegriffen, Schiedsrichter. Das war nicht nötig. Ich habe gesagt, die nächsten 7 Minuten, was ist passiert? Und dann Goran verteidigt Schiedsrichter hier. Warum? Und ich will nicht hier Analyse machen. Jetzt, wir stehen in eine schwierige Situation und wir haben sicher nicht verdient. Alles, was läuft derzeit gegen uns, wir haben in den letzten paar Jahren was gemacht für diese Liga. Aber ich glaube, dass Verantwortliche in dieser Liga müssen Gedanken machen, in welche Richtung geht das. Okay, also dann muss ich das so verstehen, dass im Moment die Liga ein bisschen gegen euch arbeitet. Okay. Fragen der anwesenden Journalisten an die beiden Trainer. Das ist nicht der Fall. Da wollen wir auch niemanden aufhalten beim restlichen ersten Advent. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Punkte und wir sehen uns hier wieder Samstag, 21. Dezember zum letzten Heimspiel gegen Hannover. Dankeschön.